Herzlich willkommen auf der Museumsinsel Lüttenheid. Sie liegt im Herzen des alten Heider Stadtviertels Lüttenheid, nur wenige Gehminuten vom bekannten Marktplatz entfernt und war im 18. und 19. Jahrhundert das Arbeiter- und Kleinbürgerviertel Heides. Seit 2004 besteht die Museumsinsel Lüttenheid aus dem Klaus-Groth-Museum und dem Heider Heimatmuseum. Hierbei handelt es sich um einen zusammenhängenden Gebäudekomplex von mehreren Häusern und zeigt die Heider Stadtgeschichte sowie die Heider Lebens- und Arbeitswelt. Der Eingang erfolgt über das Schmiedegebäude, das ehemals als handwerkliche Schmiede genutzt wurde und heute im Erdgeschoss die Entstehungsgeschichte Heides und frühere Stadtgeschichte zeigt. Im ersten Stock des Schmiedegebäudes finden Wechselausstellungen zu verschiedensten Themen mit Heider Bezug statt. Dazu Ausstellungen des Kunstvereins Heide und ganzjährig Veranstaltungen wie Konzerte, Lesungen und Vorträge. Im Stadehaus erlebt man im ersten Stock neuere Stadtgeschichte sowie Auszüge der Heider Fotochronik. Das Erdgeschoss des Stadehauses zeigt einen Raum über den Heider Maler Nikolaus Bachmann und eine kleine Bibliothek mit niederdeutscher Literatur. Im ehemaligen Pferdestall gibt es einen Einblick in das in Heide betriebene Handwerk. Das grundsanierte und im Jahr 2016 neu eröffnete Klaus-Groth-Haus ist das Geburtshaus des Dichters Klaus Groth, in dem seine lebens- und dichterischen Werke dargestellt werden. Hoch oder platt, dröch oder natt, Bär oder Wien, grob oder fien, over echt modet sie.